So, Freunde, da sind wir wieder. Es piept schon wieder. Oh, das bringt mich immer völlig raus. Ich sag einfach nichts. Ich mache hier wieder ab. Viel Spaß. Mahlzeit. Da sind wir wieder. Wir kommen gerade ein Ausrasten. Wieso, was ist? Ich habe einen Chat-Freeze. Ah, das ist lästig, ja. Ich habe auch vergessen, die Uhr anzumachen. Ich trinke noch mal etwas von meinem Granini-Apfelsaft. War der nicht eben schon leer? Mm-mm. Ja, in der Flasche. Also ich habe jetzt hier eine leere Flasche Granini-Apfel-Trinkgenuss. Fruchtgehalt 100%. Liked uns auf Facebook, jetzt fernwerden. Ja. Nein, doch nicht. Die ist leer, aber im Glas ist noch was drin. Vitriolöl. In die große Fiole, damit meine ich, ist die weiße große da, das ist nur der Abfalleimer. Gibt ein paar Tropfen davon in den Kolben und schwenkt diesen dann. Die Stoffe lösen sich, wenn alles sauber scheint, gibt er alles in die große Fiole. Da kann man bestimmt noch mal was draus herstellen. Gift. Brauchen wir so ein Ding eigentlich im Inventar? Was? So ein Destillierkolben? Nee, man braucht aber für den Wasser hier braucht man. Womit denn? Wasser. Lol, wo ist meine Laborwasserflasche? Ich konnte früher mal da rangehen, weil ich eine Laborwasserflasche habe. Wo ist meine Laborwasserflasche? Das Papier raus hast du wohl verlegt, ne? What the fuck? Meine Flasche ist weg. Och nö. Das war das Wertvollste, was ich hatte. So ziemlich. Ey, da war ich immer total stolz drauf, dass ich eine Laborwasserflasche. Jetzt ist die weg. Ich werd verrückt. Fix me. Versteckt sich gerne mal, die sieht man nicht schlecht. Ne, die ist weg. Na, wenn ich hier ein alchemitisch an. Womit denn? Womit denn? Ja. Womit denn? Geht womit nicht. Denn? Geht ja nur, wenn du eine Flasche hast. Womit denn? Was ist das hier? Mörser? Ja, womit denn? Ja, das ist ein Mörser. Ach, für den Mörser brauchst du direkt einen Mörser. Ja. Du hast ausgespielt. Womit denn? Ich ein Mörser, ein Stößel. Oder halt ein Stößel. Hm. Du musst ja wissen, was ein Stößel und ein Mörser ist. Ja. Nimmt ein Tuch und wischt nochmal den Kolben aus. Darf ich hier wieder alle Text löschen? Wieso? Weil ich jetzt geschrieben habe unfertig? Ja. Mal Ausrufezeichen. Danke. Das weiß ich halt echt nicht, ne? Oh, huch! Aha, ein Überfall. Mitten in der Rede, Anni. Die waren schon wieder, die waren. Erstmal ein Meme. Ich hab das eh hinter solche vergessen. Läuft. Nimmt ein Tuch und wischt es nochmal den Kolben aus. Junge, der Tuchverbrauch. Kann man das nicht waschen?
Ja, ich leg sie nur darauf, damit man hier Platz hat. Ach so. Wird gewaschen. Ja, stell dir vor, Mühe gibt Helmon so ein Tuch. Der behandelt das Tuch wie ein rohes Ei. Das weiß ich jetzt schon. Die mir so ein Tuch gibt hier, damit kannst du die Kolben so machen. Oh, der heilige Gral. Ein Korken und verstöpfen die Flasche, welche Helmon reicht. Eine Flasche kostet 10. Du darfst jetzt auch gerne die Slash-Sieg-Animation machen, so wie. Scheiße. Ein neues Item findet. Ba, 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 ba. Oh, das. Was ist denn hier los? Da musste ich wohl noch einen Schluck von meiner Fanta Orange nehmen. Ich nehme auch noch einen Schluck von meiner Granini Apfelsaft. Köstlich. Mit Genehmigung der Coca-Cola Company. Ich weiß nicht, ob das so viel ist, aber guck einfach mal. Wow. Hoffentlich hat es jetzt keiner gesehen. So viel, ne? Hier gibt's nichts umsonst. Du hast keinen Emote gesetzt. Hab ich doch. Mitten in der Sprache. Danke dir, Rune. Er nimmt einige Brocken heraus und reicht sie Rune. Ah, ja. Aha. Aha. Spannende schon wieder. Kriegt Mehrwert auf PvP. Was? Ich hab die Gänsefüßchen vergessen. Nee, die Gänsefüßchen hab ich hinterm Emote gepackt. Oh Gott. Ja, das meine ich, ja. Habe ich die Kosten schon wieder drin. Glaubst du mir, dass ich nur mit Farbe und Alttränken fast 13.000 verdient habe bisher? Oh, nicht schlecht. Ich bin sogar bei 15.000, weil ich habe mir gestern ein tolles Wolfsmesser geholt. Was für 2.000? Nee, und noch was anderes. Achso. Und so Wolfsfell und sowas halt. Was man halt so braucht. Eigentlich Sachen, die man so braucht, ne, wie Brote oder sowas.
Aha. Wer kommt denn dahin? Ach, der Taran da, der darf gar nicht herauf. Der Lump. Der Lump. Oh, warum brichst du denn ab? Ja, weil du rausgekommen bist. Wusste ich nicht. Ich hab mal gesagt, ich guck nur, wer da kommt. Ach so. Nur wenn der Kreis. Das müsstest du vielleicht niederschreiben, damit ich es mir ergeben kann. Das hat sie wirklich so gesagt, ne? Sie sorgt sich nur drum, dass ich noch das Ende meiner Ausbildung erlebe. Das war echt klasse, Mann. Da musste ich richtig lachen, als ich das gelesen habe. Vor allen Dingen, weil die Alchemie, da ist halt wirklich viel Crap dabei, was man halt nie braucht, ne? So wie die stärksten Heiltränke, die so irgendwie 150 regenerieren oder sowas. Ja gut, bei irgendwelchen Events. Jeder so Motus slash mir pfeift sich einen Trank rein. Zack. Ja, die Wunden schließen sich. Die Wunden schließen sich, die Wunderheilung tritt ein. Die Macht Innos. Ja. Die Macht Adanos strömt auf den Einnehmenden herunter. Ja, kann man machen. Über die Menge wundern. Was? Ja, jetzt habe ich genau noch so viel, dass ich noch Heiltränke kaufen kann bei dir. Das ist jetzt, das war jetzt mein privates Erz, was ich dabei hatte, und der Rest ist Lazaretterz. Darum bitte die Grundlagen zu nehmen. Ja, du siehst jetzt so 2000 Brocken aus der Hose, ne? Nee, da hätte ich eine Kiste dabei. Nee, so viel brauche ich ja nicht. Grundlagen zu lernen, zu nehmen. Jetzt gehen wir nochmal runter zum Erzhaufen oder sowas. Wenn's ja, Viertelstunde habe ich erst rum. Viertelstunde haben wir noch. Oder eigentlich mal zum Erzhaufen. Woanders wüsste ich ja nicht, wo ich es machen soll. Alter, der Rohrraum. Und hier machst du deine Stäbe, oder was? An der Werkbank.
Daher werden die Stäbe hergestellt. Bitte? Solche und solche und solche. Braucht man dafür eine Stärke, um die anzulegen? Für die Stäbe? Hm. Ja. Also für den, der Mühe hat, da brauchst du wahrscheinlich Mana. Ja, aber das ist der Magierstab. Wofür du arbeitest. Nicht für den Erzhaufen, Mann. Oh Gott, ist das neblig hier. Was macht Taran hier? Ich frag besser nicht nach. Ja, der hat Zugang, aber eigentlich. Na gut, Rena ist dabei. Ja, lassen wir das. Slash mir wegen Taran zu. Was zum... Alter, Mensch, ich muss kurz mal... Alter, auf dem Desktop. Alter, was? Das sieht man nicht. Das sind nur tolle Effekte. Ah. Ach, in der Mitte, da sehe ich da also auch nichts. Könnt Runen herstellen? Womit denn? Ich habe eine Zange, wieso kann ich den Runentisch nicht verwenden? Womit denn? Da brauchst du auch einen Runenstein. Ah, okay. Wann ist da hinten an dem Altar irgendein Schalter dran? Ne, das sieht nur so aus. Ach so. Und was macht ihr hier drin? Geheime Sachen. Just Wassermagier Sings? Da habe ich im Übrigen auch meine Robe drin bekommen. Wieso? Warum? Jetzt erklär du mir mal die Teleportationsmagie. Was? Auf den Dingern kann man sich doch nicht teleportieren, oder?
man schon Runen für. Das ist wirklich ein Riesenkerker, ne? Das sind halt wirklich nur zwei Mini-Zellen. Habe ich leider keinen Schlüssel für. Ist ja vor allen Dingen auch mal schön zu erfahren im RP, weißt du, dass wir einen Kerker haben. Also wirklich in den 1,5 Jahren, die ich jetzt SKO spiele, wurden bis jetzt nur einmal benutzt und das auch nur für NSC. Ich glaube, Sane saß mal da drin, wa? So, hier unten siehst du die Zellen, die haben wirklich genau Größe. Oh lol. Ja, aber ja, Hauptsache gemauert, ne? Kann man das nicht anders machen von Texturen, schätze ich. Schätze ich mal. Vor allen Dingen habe ich hier unten die Sounds von einem Leute wechseln Feldknöterich. Nee, der wächst doch nicht. Den hab ich einfach so gedroppt. Ne? Hier, da ist auch manchmal Pilze liegen. Sieht toll aus. Ich dachte. Apropos, hab ich einen Pilz? Was ist, wenn ich. Pilz. Alter, wie tief geht das runter? Das ist genau der gleiche Weg wie von Milton. Ey, damals. Weißt du, wann ich das letzte Mal gespielt habe? Erzbrocken rum. Weil ich die mal gedroppt habe, weil es schön aussieht. Lol. Tatsache. Ich droppe immer einen, wenn ich hier runtergehe. Ja, du warst schon oft hier unten. Oh, ich habe hier oben einen Grafikfehler. Ich kann nicht rauskommen. Ja, das ist immer so. Oh, das sieht aber schön aus. Ich kann mal rauskommen. Wenn du zum Beispiel jetzt Escape drückst, dann hast du tatsächlich eine Schläfermaske drauf behalten. Was? Drück einfach mal Escape und lauf mit der Schläfermaske mal da drüber. In diesem Bagelbereich. Da drückst du nochmal Escape und hast die Schläfermaske. Easy. Sieht ja schon nicht schlecht aus. Und das ist unser Haufen. Sogar fast verschwunden. Warte. Jetzt bin ich weg. Ne, doch nicht. Schade. Ich dachte, man versinkt komplett. Weil ich vielleicht auch einen Screenshot haben, stellt sich da oben hin, mache ich einen. Nö, ach Quatsch. Normalerweise wollen das die Leute immer. Hm, wofür denn?
mit Slash Siege und ihrer Waffe da oder so. Oh. Willst du vielleicht noch einen Screenshot haben? Das macht dann 10 Erz. Ihr sprengt das Ding, wir sind hier raus. Auf Wiedersehen.